Hallo, schön, dass du uns sowas von herzlich willkommen bei den Joy Moms. Heute sprechen wir über Klarheit. Die Daniela hat schon ein bisschen angeteasert im Vorfeld. Wir haben dir ja versprochen, wir werden in Zukunft ein bisschen öfter singen. Also lasst uns sprechen über Klarheit. Und vor allen Dingen darüber, wie unglaublich sexy Klarheit sein kann, wenn wir sie das sein lassen, wofür sie tatsächlich da ist. Und was würdest du sagen, wofür sie da ist? Ich würde gerne damit anfangen, wofür sie nicht da ist. Ja, okay. Dann eben so. Sophie und ich, wir haben beide sehr oft die Erfahrung schon gemacht und machen sie auch immer noch, dass wenn wir zum Beispiel ganz klar sind, Menschen wahnsinnig davon irritiert sind oder auch, dass das als Härte abgestempelt wird oder so, ja, auch einfach ganz stark bewertet wird. Also, ne, dass wir dafür bewertet werden, wenn wir sehr klar sind, weil wir ja immer davon sprechen, nicht zu bewerten. AKA bedeutet das dann, wenn ich nicht bewerte in meinem Leben, dass ich dann auch nicht, okay, brain fuck, einfach nur brain fuck und meiner bescheidenen Meinung nach schmeißt dieses Konzept über Bord, weil nur weil du klar bist, Position beziehst in deinem Leben, was bedeutet deine Wahrheit zu leben, heißt es nicht, dass du automatisch durch die Welt läufst und alle anderen bewertest. Weil nochmal zur Erinnerung, Bewertung ist ja überall da, wo du eben nicht in die Eigenverantwortung gehst, wo du nicht in deine Klarheit gehst, sondern einfach nur quasi nach außen schießt. Ja, so. Und was ist, wenn aber Klarheit diese Kraft ist, die ein unfassbar lebendiges und leichtes Miteinander ermöglicht? Clara, hätte ich es nicht sagen können. Geil. Die Folge ist hiermit beendet. Danke, Daniela. Danke dir, das ist so ein schönes Kompliment. Vor allen Dingen, weil ich normalerweise ja immer eine halbe Stunde um ein Thema rumrede. Danke dafür. Ich finde wirklich Klarheit unglaublich sexy. Es ist unglaublich sexy. Und vor allem, wer soll denn Klarheit haben, wenn du keine Klarheit mit dir hast? Mic drop. Mhm. Ja, ja. Weißt du, und auch da, es geht nicht darum, dass wenn du dein ganzes Leben lang oder viel von deinem Leben Verwirrung und Unklarheit gewählt hast, dass du dich jetzt dafür wieder falsch machst oder beschließt, du musst morgen klar wie ein Bergkristall sein. No, sondern, also ja, wenn das für dich leicht ist, ja. Das Ding ist, es geht halt darum, dich wieder dafür zu öffnen, dass du diese Wahrheit in dir trägst. Und dass du diese Klarheit in dir trägst, wie auch immer sich die für dich zeigt in deinem Leben. Mhm. Und was ist, wenn dich Klarheit oder, ich nenne es halt auch voll gerne Grenzen von anderen Menschen, die sie offen und klar kommunizieren, ja, nur deswegen so triggern, weil du dir das nicht erlaubst, weil du dir nicht klar erlaubst zu sagen, hey, das funktioniert für mich in meinem Leben und das nicht. Und nur weil du dich zu etwas positionierst, bedeutet es nicht, dass du unflexibel oder starr in deiner Ansicht bist, überhaupt nicht, sondern du schaffst einfach eine Base. Und du kannst jederzeit wieder eine neue Wahl treffen, wenn du merkst, okay, die Wahl, ich habe jetzt hier meine Klarheit, ich habe jetzt hier Position bezogen und so. Ja, vielleicht nehmen wir auch mal echt so ein Business-Beispiel. So, ich habe in meinem Business das und das beschlossen, dass ich das jetzt so und so machen möchte. Dann probierst du das ein bisschen aus und stellst fest, na ja, okay, ist irgendwie doch nicht so geil. Dann gehst du damit in die Frage und setzt quasi deine Klarheit nochmal neu an. Aber das ist ja, was ist, wenn damit einfach nichts falsch ist, sondern wenn das einfach so dieser Flow of Life ist? Gell? Also. Ja, total. Ja. Und ich finde halt auch, nee, sag du bitte erstmal, sonst höre ich nicht mehr auf zu reden. Ich finde es gerade urgut, ich möchte dich aber nur reden lassen, oh mein Gott. Klarheit wird auch witzigerweise oft mit einer Schwere verwechselt. Wenn ich klar Dinge sage,
dann sind manchmal die Leute so, oh mein Gott, ja, aber wo ist da jetzt die Leichtigkeit? Klarheit ist eine intensive Energie, eine lebendige Energie. Ja, das heißt aber nicht, dass es eine schwere Energie ist, sondern da, wo die Schwere auftritt, ist da, wo du dir nicht erlaubst, komplett klar zu sein, kristallklar, mega klar. Ja. Klar, klar. Punkt. Und so sprechen. Absolut. Hm. Darum geht's. Und es ist ja auch, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ich habe das schon sehr, sehr oft gehört, dass Klarheit eben auch damit verwechselt wird, so ja, du bist aber ja überhaupt nicht herzoffen oder, ne? Und was ist, wenn das einfach nur eine Lüge ist? Weil was ist, wenn, also für mich in meiner Welt bedeutet Klarheit, dass ich herzoffen bin. Weil nur da, wo ich klar bin, präsent bin, kann ich auch alles sein, alles verkörpern, alles empfangen. Aber wenn ich die ganze Zeit wie so ein Wischiwaschi hin und her schwobbelwobbel, weißt du, dann ist es auch ein bisschen schwierig, präsent zu sein in meiner Wahrnehmung. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Okay, gut. Es ist total klar für mich, wie du das meinst. Ja, ich hatte nur gerade Kopfkino. Ja, das verstehe ich. Klar zu sein bedeutet für mich ja auch dieses Du-Selbst-Sein. Dass man wirklich man selber ist, weil eben du entsprichst jetzt nicht schon wieder aus einer Erwartungshaltung heraus oder aus der Bewertung von wem anderen bist du wieder der Effekt und bla bla bla, sondern es ist wirklich dieses Du-Selbst-Sein. Ja, ja. Ja, ich finde auch gerade, also ich muss noch mal kurz ein Business-Beispiel machen, ja, weil ich manchmal ein bisschen intensiv wirken kann im Business. Gerade wenn es darum geht, wenn ich halt merke, dass Menschen zum Beispiel an einem meiner Angebote Interesse haben, sich wie so energetisch schon so vorgemerkt haben und dann aber nicht wählen, in die Klarheit mit sich selber zu gehen, ob sie es wollen oder nicht. Und ich habe da, also ich weiß noch ganz am Anfang in meinem Business, mich hat es wahnsinnig gemacht. Weil ich mir dachte, was ist so schwer daran, einfach klar Ja oder Nein zu sagen? Logisch, ne? Es gibt 100.000 Begründungen und so weiter und es ist auch alles in Ordnung mit dir in jedem Moment. Meine Einladung ist einfach immer die, und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass da für mich einfach, also ich durfte da einfach super viel Ladung lösen, um in einer liebevollen Präsenz für die Menschen zu sein und einfach diese Einladung zu sein, hey, bei mir darfst du klar sein. Ich renne niemandem hinterher, wenn der zu mir sagt, du, für mich ist das gerade, ich möchte das gerade nicht. Ich bin niemand, der sagt, hey, aber du musst, und ich sage auch nicht, wenn du das nicht machst, dann wird die Welt untergehen, bla bla bla. Ganz im Gegenteil, sondern ich will die Menschen in meiner Welt ein bisschen in den Hintern treten, sich klar zu positionieren, also auch dann, wenn ich zum Beispiel ein Angebot droppe, ja, und dann kommen Fragen rein wie, ja, wann machst du das nächste Mal? Und ich sage, du, gar nicht oder keine Ahnung, ja. Also im Moment, ich habe da noch überhaupt keine Planung dafür, jetzt auch gerade mit dem Baby und so. Und dass dann halt Menschen vielleicht auch ein bisschen in diesen inneren Stress kommen von, fuck, ja, dann müsste ich ja jetzt buchen und Mangel und du. Und ich denke immer so, hey, ja, es ist voll in Ordnung, dass das so hochkommt. Aber was ist, wenn du dir einfach klar in dem Moment erlaubst, was kreiert mehr? Kreiert gerade mein Ja oder mein Nein mehr? Weil ich feiere, wenn mir ein Mensch ganz klar sagt, du, es ist gerade einfach nicht stimmig. Ich feiere das ultra. Ich feiere das genauso, wie wenn jemand sagt, ey, geil, ich buche. Finde ich mega. Ja, wow, das ist ein super, super Beispiel. Und vor allem auch da, all diese Begründungen sind ja wieder diese Geschichten, die wir uns erzählen. Sprich eine Lüge, sprich Unklarheit. Unklarheit, wollte ich gerade sagen. Ja, absolut, absolut. Ja, und dieses, also alles, was wir machen, ist, Leute dazu einzuladen. Hey, wähle das oder wähle es nicht. Aber ja, sei mit dir klar. Wir sind die Letzten, die dir versuchen, irgendwas zu verkaufen. Voll. Ja, wähle es oder lass es sein. Ja, total. Und ja, das ist Klarheit. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe ist, dir so ein bisschen
ne, wie soll ich sagen, dich so ein bisschen in die Seite zu pieken oder dir manchmal auch so einen kleinen Arschtritt zu verpassen. Ja, haben wir ja auch gewählt, ne? Haben wir auch manchmal selber auch ein bisschen gebraucht. Nicht nur ein bisschen. Stimmt. Wollte ich so nicht sagen. Ein bisschen, aber ich schon ein großes bisschen. Ja, oder das, was wir halt machen beim Facilitieren, beim Fragen stellen, da geht es ja auch darum, dass du in deine Klarheit kommst. Hey, was funktioniert für mich nicht, was möchte ich wählen, was möchte ich nicht wählen, was kreiert das nicht. Das ist ja genau das. Oder wenn wir eine Frage stellen für, zu unserem Körper, was möchtest du essen? Das ist einfach eine Klarheit. Du sollst nachher eine Klarheit haben, weil Klarheit ist gleich Bewusstsein. Voll. Und wie oft... Ich weiß nicht, ob dir das auch so oft begegnet, aber mir ist es echt sehr oft begegnet, dass wenn ich irgendwie, also ich sage halt immer, wenn ich jemanden facilitiere zum Beispiel oder wenn ich mit jemandem arbeite, dass ich halt einfach neugierig bin. Und ich sehe mich auch immer so, ich habe keine Ansicht über mein Gegenüber. Wenn ich in diesem Space bin, bin ich in diesem Space und mein Fokus ist darauf gerichtet, dass mein Gegenüber rausgeht und sich selber klarer ist. Und ja, dass das manchmal triggert, wenn Sophie und ich nachfragen zum dritten Mal, Wahrheit. Das ist aber überall da, wo deine Energie noch nicht klar ist und wir dir das nur zurückspiegeln. Das hat nichts damit zu tun. Ich meine, im Grunde ist es halt auch scheißegal, ob wir geil finden, was du wählst in deinem Leben. Es ist nicht relevant, sondern du kommst in unseren Space, weil du, ich sag mal, auch diese Abkürzung haben willst für deine Klarheit. Mhm. Klarheit ist so eine Abkürzung. Voll. Mhm. Und Klarheit ist für jeden Menschen möglich. Klarheit sieht immer anders aus, ist für jeden anders. Natürlich, ne? Wir sind alle individuell und trotzdem kannst du von dieser Energie empfangen und dir diese Energie erlauben. Mhm. Und ich sag sogar, du musst. Für ein freudvolles Leben musst du. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist meine interessante Ansicht zu dem Thema. Finde ich auch. Ja, ist auch dein. Aber viele Leute triggert das Wort müssen. Also deshalb jetzt ich das. Ich liebe das Wort müssen. Mich triggert das immer, wenn jemand ganz, ganz oft sagt, du darfst. Ich denke mir so, ja, ich verstehe den Punkt dahinter, das zu dürfen. Aber verdammt nochmal, wir wollen doch leben. Also ist es unsere verdammte Pflicht, gewisse Dinge einfach zu tun. Ich sag's so, das eine ist, du darfst eine Wahl treffen und das andere ist, wenn du dich aber für diese Wahl committest, dann musst du vielleicht einige Sachen dafür tun. Yes. Da-da-da-da-da. Joy Bomb! Geil. Mhm. Geil. Mhm. Sophie, was ist dein Go-To-Tool-Tipp? Hack, wenn du spürst, okay, da und da brauche ich jetzt unbedingt ein bisschen mehr Klarheit darüber. Fragen stellen, Daniela. Ich stelle mir dann 10.000 Fragen. Mhm. Und es geht ja um verschiedene Klarheiten, über die wir da reden. Das eine ist ja so diese Klarheit mit sich selber, die mal zu haben, damit du eben ein größeres Leben kreieren kannst. Und das andere ist aber diese Klarheit, wo du eben nicht der Fußabstreifer bist, sondern anderen Leuten wirklich so die Grenzen aufzeigst. Ja. Und mit der Klarheit, das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil mit der Klarheit können tatsächlich auch viele nicht umgehen. Da habe ich die Erfahrung gemacht. Und auch da, um ein Beispiel zu nennen, in den Kursen, die ich mache, läuft es ja so ab, dass ich die Leute facilitiere in meinem Kurs. So. Und ja. Was bedeutet das? Das heißt, es ist mein Kurs, es sind meine Spielregeln. Und damit habe ich eine verdammte Klarheit. Und dann sitzen da die Teilnehmer und jeder möchte gerne seinen Senf dazugeben, wenn ein Teilnehmer eine Frage stellt. Nur das Ding ist, der Teilnehmer zeigt sich gerade verletzlich, möchte seine Klarheit mit Dingen haben. Das heißt, ich facilitiere ihn. Und was ich dann oft schon gemacht habe, ist wirklich die Teilnehmer, die dann auch ihre Fragen stellen wollen oder reinreden wollen oder den mitfacilitieren wollen, dass ich die ganz klar abdrehe. Und dann auch wirklich sage, hey, sorry, nicht in meinem Kurs jetzt, nicht in der Zeit. Wenn du meinst, es braucht noch irgendetwas anderes, dann geh in der Pause zu ihm hin und frag den Teilnehmer, hey, kann ich dir dazu auch noch eine Frage stellen? Aber bitte facilitiere jetzt nicht in meinem Kurs.
Das ist etwas, also ich habe das so oft erlebt, dass es echt Teilnehmer getriggert hat. Aber das ist eben meine Klarheit. Weil, ist so gut, dass du das sagst. Ja. Weil das hat auch was mit Respekt und mit Ehre zu tun, meiner Meinung nach. Ja, und es bedeutet nicht, dass das, was von den anderen Teilnehmern gekommen wäre, nicht ein Beitrag gewesen wäre. Darum geht es nicht. Nur der Teilnehmer zeigt sich mir gegenüber gerade verletzlich. Er öffnet sich in dem Kurs und er möchte meine Facilitation. Und wenn er von wem anderen facilitiert werden möchte, dann bitte wird er es sagen und wird diese Klarheit hoffentlich haben, noch zu wem anderen zu gehen und zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, du magst mir da auch noch eine Frage stellen oder hey, kannst du mir da noch eine Frage stellen? Und das ist so das Ding, also das erlebe ich ja auch im Business und da geht es jetzt nicht nur um Kurs, da geht es auch um, wenn du eine WhatsApp-Gruppe hast, eine Telegram-Gruppe, wenn du eine Facebook-Gruppe hast, ganz egal, es ist deine Gruppe, es sind deine Spielregeln. Wir hatten das oft, ich habe so ein paar Access-Gruppen und eine der Spielregeln ist einfach, hey, postet keine anderen Sachen, keine Nicht-Access-Sachen. Ja, aber wieso? Das wäre ein Beitrag. Und dann habe ich immer wieder diese Konversationen geführt mit den Leuten. Ja, aber das ist doch auch so ein Beitrag und warum kann ich das jetzt nicht posten? Ich so, weil es eine Access-Gruppe ist. Wenn du eine, wie du es so nett gesagt hast, irgendwo Wischiwaschi-Gruppe haben magst, wo einfach wir uns mit allem beitragen, weil alles ist auf eine Art und Weise beitragend, cool, dann bitte gründe so eine Gruppe und hab deine Spielregeln. Aber das ist gerade eine Access-Gruppe. Sorry, da laufen gerade diese Spielregeln. Ja. Und wenn ich die Beitragsgruppe habe, wo alles erlaubt ist, cool. Ja. Und das ist eine Klarheit. Absolut. Ja, ich habe da auch noch ein geiles Beispiel. Es ist so, oh Gott, es ist so wichtig, dieses Thema, dass wir darüber sprechen. Mhm. Und es ist so geil, dass du das auch mit den Kursen angesprochen hast. Für mich war es nämlich ganz, ganz lang, ich hatte immer so den Impuls, wirklich mit Gruppen zu arbeiten. Und ich weiß, dass ich auch echt krasse Fähigkeiten mit Gruppen habe. Mhm. Und ich habe mich das total lange nicht getraut, in einem anderen Rahmen als jetzt so einem safen Täter-Healing-Kurs-Rahmen oder wo halt, ne, oder Access Bars, so, es war halt immer klar, ne, das ist eine Modalität, die unterrichte ich, da herrschen diese Spielregeln und so. Aber wenn ich halt einen eigenen Raum kreiert habe, habe ich immer gemerkt, also ist halt auch der direkte Spiegel, wo erlaubst du dir selber nicht, diese klaren Spielregeln aufzustellen? Wo erlaubst du dir selber nicht, dass Leute vielleicht auch einfach mal angepisst sind davon, dass du diese Regel aufstellst? Aber gleichzeitig kreiert das halt unglaublich viel, weil es, also ich empfinde es so, dass wenn mir jemand ganz klar sagt, was Sache ist, habe ich so einen sicheren Rahmen, weil ich einfach genau weiß, was Sache ist. Ja, nur weißt du, was aber das Spannende ist, was ich so erlebt habe, ist, manche Menschen sehen das dann so als Machtdemonstration. Stimmt. Die verwechseln diese Klarheit dann und meinen, oh, das ist nur Machtdemonstration. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, vor allem, das ist halt nicht so. Ich habe jetzt zum Beispiel, eine Mastermind gestartet Anfang des Monats und habe halt den Mädels auch von Anfang an gesagt, also mir liegt sehr, sehr viel an offener Kommunikation. Mir liegt aber auch sehr, sehr viel an Augenhöhe. Also das ist so, egal was passiert, Augenhöhe. Egal wie sehr du getriggert bist, egal wie sehr du gerade Hass gegenüber irgendwem spürst, weil der irgendwas gesagt hat, keine Ahnung, Augenhöhe. Es ist deine Verantwortung. Du musst nicht nicht mit Scheiße um dich werfen, meiner Meinung nach. Ja? Und wir können auch einfach auf eine andere Weise miteinander in Kommunikation gehen. Und da war ich halt auch sehr klar und habe richtig gemerkt, dass das auf der einen Seite so einen riesen Raum kreiert hat. Aber ich habe auch gemerkt, wie es mich aus meiner Komfortzone katapultiert hat. Genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Weil ich voll Schiss hatte, bewertet zu werden. Also Gott, so eine Machtgeile, ja, jetzt führt sie sich hier total auf. Für mich ist das aber nicht so, sondern ich empfinde das einfach als wichtig, um auch die Zeit von jeder Einzelnen zu ehren, um jedes Individuum auch zu ehren. Mhm. Ja. So. Und das hat für mich was mit Respekt zu tun. Und deswegen, und ja, natürlich, ne, ich kann auch total gut nachempfinden, gerade zum zwischenmenschlichen Kontakt, never not learning, meiner Meinung nach, wie ich so mit anderen Menschen umgehen kann, wie ich auch mit mir umgehen lasse, sage ich mal. Da habe ich auch unglaublich viel gelernt,
wie kraftvoll es auch einfach sein kann, zu sagen, okay, es ist voll in Ordnung, dass du nicht mehr einer Meinung bist und nicht gut findest, was ich tue. In Liebe, tschüss. Was ja wiederum auch nur Wahrheit, ja, und ja. Wahrheit ist. Ja. Ja. Und eben ist unbequem, ne? Natürlich, ja, weil wir haben ja viel darüber geredet, über Erlaubnis und in Erlaubnis zu sein mit anderen Menschen, aber das bedeutet eben nicht, der Fußabstreifer zu sein. Das bedeutet nur, dass ich sie eben nicht bewerte, okay, dass ich weiterhin von ihnen empfangen kann, aber trotzdem darf ich sagen, hey, es funktioniert aber für mich leider nicht. Ja. Ich lehne mich sogar noch so weit aus dem Fenster und sage, manchmal musst du auch gar nichts sagen. Manchmal braucht es keine weiteren Worte mehr. Total, also letztendlich spricht ja immer die Energie für sich selbst oder die Energie als allererste Quelle der Sprache. Und was ist, wenn es halt auch, also auch wenn das unbequem ist und bitte glaub mir, falls du das irgendwie kennst, I feel you, ja, es ist manchmal einfach wirklich unbequem, in seine Klarheit zu treten und dieser Wahrheit zu folgen und zu sagen, hey, für mich braucht es hier keine weiteren Worte, auch wenn du die Erwartungen von deinem Gegenüber spürst, auch wenn dein Gegenüber dich as fuck bewertet. Und was ist, wenn du damit nichts machen musst und trotzdem im Empfangen bleiben kannst, wenn du in deiner Größe bleiben darfst, wenn du dich nicht in dein Mauseloch zurückziehen musst? Ja. Ja, und da wären wir auch wieder beim Thema Bewertung so ein bisschen. Es ist ja so, warum erlauben wir uns nicht, diese intensive Energie zu sein? Ja, weil uns wer bewerten könnte. Nur, ich habe es jetzt auch wieder in irgendeinem wunderschönen Buch gelesen, mal in anderen Worten, wir leben in dieser Spottgesellschaft auch, in dieser Bewertungsgesellschaft. Du machst irgendetwas anders wie andere und du bringst deine Wahrheit zum Ausdruck, egal auf welche Art und Weise. Und du bist wahrscheinlich derjenige, der dafür bewertet wird und du bist derjenige, der vielleicht Spott kassiert. Ja? Nur, was ist, wenn du da einfach sagen kannst, okay, fuck it. Ja, und so what? Und da echt zwei Sachen dazu. Kannst du wirklich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass wenn du nach diesen vermeintlichen Spielregeln spielst und eben nicht dein eigenes Ding machst, dass du nicht bewertet wirst? Stimmt doch auch nicht. Es stimmt nicht, ja. Vor allen Dingen dann von dir selber wahrscheinlich nicht. Und was ist, wenn du halt eben, wie Sophie gerade gesagt hast, auch einfach für dich drinnen, in dir drinnen, diese Klarheit haben kannst von wegen, hey, komm, fuck it. Ohne dass das bedeutet, dass du wieder irgendwo Mauern hochziehst und dich wo abschneidest, sondern wenn du einfach, wenn diese Energie von hey, fuck it, nicht bedeutet, dass du jemanden abwertest oder bewertest, damit du dich besser fühlst, sondern wenn du einfach loslässt. Da gibt es dieses schöne Bild also das ist so eine Karikatur und da ist so eine Hand drauf und die hat sich an so einer Kette, ne, an so einer wie so einer, wirklich so einer fetten Kette, wie von so einem Anker, von so einem Schiff festgeklammert. Und diese Hand, die ist schon völlig blutig. Und du siehst halt, wie sehr diese Kette gespannt ist. Und diese Hand hält fest. Und dann geht diese Karikatur so weiter und irgendwann lässt die Hand los. Und du siehst richtig, okay, wie die Energie wieder durch die Hand fließt. Und was ist, wenn du es gar nicht so weit kommen lassen musst, dich so sehr an etwas festzubeißen oder festzuhalten. Ja. Ja. Ja, das waren jetzt noch schöne ergänzende Worte von dir. Diese, hey, es ist dieses leichte Fuck it. Es ist nicht so dieses Fuck it, sondern es ist Fuck it. Genau. So what? Also dann, bewerte mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich habe so einen geilen Spruch gelesen die Tage. Wenn jemand hinter deinem Rücken redet, musst du einfach nur einen Furz lassen. Ich musste so lachen. Keine Ahnung, ob es in den Kontext passt, aber vielleicht wollte jemand einen Lacher zum Schluss. Das Ding ist ja, wenn du dich von diesen Bewertungen losreißt oder wenn du sie nicht mehr als wahr und real abkaufst, dann ist da die Möglichkeit, eben wieder in deine Klarheit zu kommen, weil du eben dann nicht der Effekt
davon bist. Und überall da, wo du der Effekt von etwas bist, wo du in Reaktion auch bist mit Dingen, ist auch da, wo du nicht in deine Klarheit kommen kannst. Und ja, für mich ist da einfach dieses Tool mit den Fragen stellen mein absolutes Lieblingstool. Ja. Geil, danke. Es war danke sehr, sehr schön, mit dir über Klarheit zu sprechen. Zünde die Joybomb und lebe deine Klarheit. Oh, lebe deine Klarheit. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.